Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. In Berlin ist heute Abend die Regierung zerbrochen. Ampelausfall. SPD-Kanzler Scholz hat den liberalen Finanzminister Lindner entlassen und stellt die Vertrauensfrage im Bundestag. Es wird vorgezogene Neuwahlen geben. Wir schalten gleich live nach Berlin. Er ist wieder da. Und wie? Donald Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl viel klarer als von den Umfragen erwartet. Mit welchen Folgen für die USA und für die Welt? Dazu Live-Gespräche mit den USA-Experten Michael Wertz in Washington und Martin Weiß und ein runder Tisch gleich nach der ZIB 2. Blaupause. Als viertes Bundesland hat jetzt auch Vorarlberg eine Regierung aus ÖVP und Freiheitlichen. Keine Koalitionsform ist mittlerweile häufiger. Wir beginnen aber in Berlin, wo sich heute Abend im Kanzleramt die Ereignisse überstürzt haben und die Regierung zerbrochen ist. Die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Freidemokraten haben sich um 18 Uhr wieder zu einer Krisensitzung getroffen. Dabei hat FDP-Chef und Finanzminister Lindner offenbar vorgezogene Neuwahlen im Jänner vorgeschlagen. Kanzler Scholz hat daraufhin Lindner als Finanzminister entlassen. Vor einer Dreiviertelstunde ist Scholz dann vor die Kameras getreten. Es gebe keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit mit der FDP, sagte der SPD-Chef. Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt. Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen, damit der Bundestag am 15. Januar darüber abstimmen kann. So können die Mitglieder des Bundestages entscheiden, ob sie den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Diese Wahlen könnten dann unter Einhaltung der Fristen, die das Grundgesetz vorsieht, spätestens bis Ende März stattfinden. Diese Sätze sind, wie gesagt, vor gut einer halben Stunde gefallen. Und wir gehen jetzt live nach Berlin zu Andreas Pfeiffer. Andreas, die Ampelkoalition ist mit der Entlassung des FDP-Chefs aus der Regierung 10 Monate vor dem regulären Wahltermin zu Ende. Woran ist es jetzt gescheitert? Nun, man konnte heute Abend den Eindruck gewinnen, dass Finanzminister Christian Lindner, der von Anfang an der große Neinsager in dieser Koalition war, es heute Abend darauf angelegt hat, die Ampelkoalition tatsächlich in die Luft zu sprengen. Er beharrte in diesen Krisenzeiten der deutschen Wirtschaft ganz beharrlich auf der Schuldenbremse und er hat zuletzt in einem 18-Seiten-Papier geradezu ultimativ Neues verlangt, nämlich die Streichung der Gelder für den Klimafonds und auch für Sozialleistungen, etwas für das Bürgergeld. Das war seinen Koalitionspartnern Grünen und SPD einfach zu viel. Und so musste der Kanzler, der bis zuletzt Kompromisse vorgeschlagen hat, auch heute Abend hat er noch gemeint, man müsse Maßnahmen für die Förderung der Industrie ergreifen, auch neue Maßnahmen für die Ukraine, also ein Mindestprogramm für den Erhalt dieser Koalition. Auch das hat nichts genützt. Christian Lindner hat auch dazu Nein gesagt und so musste Olaf Scholz die Notbremse ziehen. Und vor kurzem hatte er, wir kennen ihn als sehr zurückhaltenden Kanzler, auch eine sehr harte Diktion gegenüber seinem nun ehemaligen Finanzminister. Er warf ihm staatspolitische Verantwortungslosigkeit vor und einen völlig unverständlichen Egoismus. Unter diesen Voraussetzungen kann es eben nun in dieser Ampelkoalition tatsächlich nicht mehr weitergehen. Und für Scholz'sche Verhältnisse war das regelrecht eine Wutrede. Jetzt will Scholz im Jänner die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Da wird er keine Mehrheit bekommen. Das heißt dann also Neuwahlen. Er hätte es auch mit einer Minderheitsregierung probieren können. Was ist denn jetzt das Interesse der FDP und der SPD an Neuwahlen? Beide liegen dramatisch unter ihrem Wahlergebnis von 2021 in den Umfragen. Die Liberalen könnten sogar aus dem Parlament hinausfliegen. Ja, es entbehrt nicht der Ironie, dass ausgerechnet die allerkleinste Partei der FDP diese Regierung in die Luft sprengt. Nach einer ganzen Serie von Wahlniederlagen liegt die FDP von Christian Lindner unter 4%, also unterhalb der Hürde, um wieder in den Bundestag einzuziehen. Aber Christian Lindner ist ein Hasardeur. Erinnern wir uns, 2017 hat er die Bildung einer Jamaika-Koalition kurz vor dem Ziel sozusagen abgesagt. Und es könnte nun sein Kalkül sein, gewissermaßen aus der neuen Opposition heraus wieder Profil zu gewinnen für sich und seine Partei, um dann
eventuell mit einem CDU-Kanzler, das könnte Friedrich Merz sein, einfach weiter zu regieren. Ob diese Rechnung aufgeht, ist natürlich völlig offen. Und es ist ein Desaster für die SPD. Die liegt derzeit bei 16%, ein historischer Tiefstand. Und Olaf Scholz, der sich selbst bereits zum Kanzlerkandidaten ausgerufen hat für die nächste Bundestagswahl, er wird wahrscheinlich nicht mehr zum Kanzler werden. Unter diesen Voraussetzungen scheint das geradezu ausgeschlossen. Aber andererseits, wenn man sich die Umfragen anschaut, ist auch eine Koalition aus Union und Liberalen. Da muss man die Mathematik schon sehr weit dehnen. Jetzt ganz kurz nach am Abend, an dem Donald Trump wiedergewählt wurde, Neuwahlen auszurufen bei einer Regierung, die insgesamt 30% in den Umfragen hat, ist eine größere Wahlhilfe für die AfD und das neue Bündnis Wagenknecht überhaupt denkbar? Ja, das ist schwer vorstellbar und das vor allem, weil es heute Abend und auch den ganzen Tag über immer wieder Appelle gegeben hat, etwa von Vizekanzler Robert Habeck, dass es jetzt in Deutschland eine handlungsfähige Regierung braucht, gewissermaßen als Gegengewicht zu den Ereignissen in den Vereinigten Staaten zu Amerika. Auch Olaf Scholz hat betont, dass man jetzt eine starke Regierung braucht, um eben auch an der transatlantischen Partnerschaft irgendwie festzuhalten. Dass das alles nichts genützt hat, das zeigt den Zustand der inneren Zerrüttung dieser Ampelkoalition. Und das lässt natürlich für die nächsten Monate nicht viel Stabilität erwarten. Auch Deutschland, eigentlich die stabilste Größe im Konzert der weltweiten Demokratien, ist jetzt auch derzeit jedenfalls instabil und dysfunktional geworden. Andreas Pfeiffer, vielen Dank für diese Analyse live aus Berlin. In Deutschland ist, wie gesagt, heute die Ampelkoalition zerbrochen. Es wird vorgezogene Neuwahlen geben. Und damit wechseln wir in die USA. Es ist dann doch deutlich schneller gegangen als erwartet. Schon gegen Mitternacht in Washington war es klar, Donald Trump wird wieder US-Präsident. Mit 78 Jahren der älteste, der je angelobt wurde und der erste mit mehreren Vorstrafen und einer Anklage wegen Verschwörung gegen die USA. Aber rund 75 Millionen WählerInnen hat das offensichtlich nicht gestört. Noch sind nicht alle Staaten ausgezählt, aber Trump könnte am Ende deutlich mehr als 300 Wahlleute schaffen. Alle 7 sogenannten Swing States gewinnen. Trump hat auch bei den Wählerstimmen einen klaren Vorsprung, als erster Republikaner übrigens seit 2004. Und nicht nur das. Im Kongress, also im Parlament, hat seine Partei den Senat politisch wieder gedreht und künftig eine klare Mehrheit. Falls die Republikaner auch ihre bisherige Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten, da sind noch nicht alle Wahlbezirke ausgezählt, wäre Trumps Macht fast uneingeschränkt. Herausforderin Kamala Harris hat in allen 50 Bundesstaaten schlechter abgeschnitten als Joe Biden vor 4 Jahren und will sich erst heute Abend erstmals öffentlich zu ihrer Niederlage äußern. Es ist das Comeback, von dem er geträumt hat. Nach 4 Jahren kehrt Donald Trump ins Weiße Haus zurück. Noch bevor sein Sieg rechnerisch feststeht, tritt er mit seiner Frau Melania vor seine Anhänger und bedankt sich, dass sie ihn zum Präsidenten gewählt haben. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Das Kopf-an-Kopf-Rennen, das Umfragen prognostiziert haben, ist ausgeblieben. Trump hat sich diesmal nicht nur die Mehrheit der Wahlmänner gesichert, auch eine absolute Mehrheit der Wähler hat diesmal für ihn gestimmt. Die Rede von Trump wirkt spontan. Vieles von dem, was er sagt, ist altbekannt. Das ist ein großartiger Sieg für das amerikanische Volk, der uns erlaubt, Amerika wieder groß zu machen. Bei den inhaltlichen Ankündigungen konzentriert er sich auf seine Kernbotschaften. Wir wollen Grenzen, wir wollen Sicherheit, wir wollen, dass es gut und sicher ist. Gute Bildung und eine starke und mächtige Armee, die wir hoffentlich nicht einsetzen müssen. Trumps künftiger Vizepräsident J.D. Vance spricht vom größten politischen Comeback der Geschichte der USA. It's the greatest political comeback in the history of the United States of America. Für Trump ist sein Sieg aber mehr als das. Er fühlt sich berufen. Viele haben mir gesagt, Gott hat mein Leben aus einem guten Grund geschützt, um dieses Land zu retten und zu alter Größe zu führen. Große Worte, die bei seinen Fans in Florida Anklang finden.
Ich fühle mich gesegnet. Ich danke Gott. Er schickt uns diesen großartigen Mann, um uns zu retten, unser Land und unsere Kinder. Er will Frieden, er will Wirtschaft, er will das Beste für dieses Land. Ich glaube, er wird das Einwanderungssystem ändern. Es gibt sehr viel illegale Einwanderung und er wird das gerade rücken. Die Wirtschaft wird besser werden und ich glaube, er wird aufhören, für die Kriege anderer Länder zu bezahlen. Ganz anders die Stimmung bei den Demokraten. Bevor die Ergebnisse feststehen, schaut Kamala Harris noch gut gelaunt in der Wahlzentrale vorbei. Eigentlich wollte sie noch in der Wahlnacht vor ihren Anhängern sprechen. Doch als sich die Niederlage abzeichnet, tritt statt Harris ihr stellvertretender Kampagnenmanager vor das Publikum und sagt ihren Auftritt ab. Ihr werdet heute Nacht nicht mehr von der Vizepräsidentin hören. Enttäuscht gehen sie nach Hause. Wir sind sehr niedergeschlagen. Ich kann gar nicht glauben, dass es Menschen da draußen gibt, die jemanden wie Donald Trump unterstützen. Ich bin fassungslos. Auch am Morgen danach sind manche noch entsetzt. It's a dark day in America. Es ist ein düsterer Tag für Amerika. Ich weiß nicht, ob unser Land das überleben wird. Es ist tragisch, ein schlechter Tag für die Demokratie. It's a bad day for democracy. Für Donald Trump ist es der Tag, von dem er lange geträumt hat. Inzwischen hat ihm auch Kamala Harris zu seinem Wahlsieg gratuliert und ihre Niederlage eingestanden. Schon bald muss Trump unter Beweis stellen, dass er den großen Worten aus seiner Siegesrede auch Taten folgen lässt. Und live für mich im Studio begrüße ich dazu jetzt den USA-Experten Martin Weiß, ehemaliger Botschafter in Washington und Präsident des Think Tanks Salzburg Global Seminar. Guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend. Dr. Weiß, wie sehr hat Sie denn dieses Ergebnis heute Nacht überrascht? Also als ich vor der Wahl gefragt wurde, wer denn gewinnt, habe ich immer gesagt, Vorteil Trump. Dass es dann gleich 6-0 ausgeht, hat mich schon überrascht. Jetzt erstaunlicherweise hat Trump zwar sehr deutlich gewonnen, aber mit deutlich weniger Stimmen als vor 4 Jahren. Allerdings hat Kamala Harris noch sehr viel weniger Stimmen bekommen als Joe Biden vor 4 Jahren. Hat offenbar überhaupt nicht mobilisieren können. War dieser deutliche Sieg Trumps jetzt eine Wahl für Trump oder war es ein Votum gegen die Regierung der letzten 4 Jahre? Ich glaube, ein bisschen von beidem. Es war eine Change Election. Die Wählerinnen und Wähler wollten etwas anderes. Eine Vizepräsidentin kann schlecht Change verkörpern, denn sie war ja Teil der Regierung. Der Outsider, der die letzten 4 Jahre Outsider war, kann sagen, ich habe es früher besser gemacht, gebt mir das Vertrauen, dann mache ich es wieder besser. Also dieser Change war für ihn und schlecht für Kamala Harris. Aber hatte dann Harris überhaupt eine Chance von Anfang an, seit sie im Juli Kandidatin wurde? Sie hatte gestern in allen Bundesstaaten und bei fast allen Wählergruppen, außer bei Frauen mit Universitätsabschluss, verloren. Also gestern war es katastrophal, aber wenn man sich die Kurven anschaut, dann hat es nach ihrer Nominierung, nach dem Parteitag, hat es einmal ganz gut ausgeschaut. Da war sie schon 3-4 Prozentpunkte vorne. In den letzten 2-3 Wochen ist ihr ein bisschen die Luft ausgegangen. Und dann hat man schon gesehen, das dreht sich in Richtung Donald Trump. Und dann war es eine klare Niederlage. Aber ich glaube nicht während der ganzen Monate, wo sie da die Kandidatur hatte. Sie hatte eine sehr gute Debatte gegen Donald Trump. Also da hat schon Momente gegeben. Am Ende konnte sie den Sack nicht zumachen. Jetzt haben selbst sehr enge Vertraute von Trump aus seiner ersten Amtszeit vor seiner Wiederwahl gewarnt. Das gab es so auch noch nie. Er wäre eine echte Gefahr für die amerikanische Demokratie. Jetzt hat er aber nicht nur klar die Präsidentschaftswahl gewonnen. Die Republikaner könnten auch die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments haben und dazu ein mehrheitlich konservatives Höchstgericht. Mehr Macht geht de facto nicht für einen US-Präsidenten. Was wird Trump mit dieser Macht anfangen? Naja, er hat es, glaube ich, relativ klar gesagt. Er wird das, was er versprochen hat vor der Wahl, auch umsetzen. Gestern Abend hat er schon gesagt, ich habe ein Mandat bekommen. Versprechen muss man einhalten. Also, was ich versprochen habe, kommt. Sprich, Strafzölle gegen China, auch gegen Europa, Massenausweisungen von illegalen Migranten. Ich arbeite mein Programm ab. Elon Musk kommt in meine Regierung. Wir werden da massiv aufräumen. Also, die Dinge werden umgesetzt. Aber Trump hat auch angekündigt, in den letzten Monaten mit dem Militär gegen den Feind im Inneren, wie er es nennt, vorzugehen, sich an politischen Gegner zu revanchieren, illoyale Beamte zu entlassen. Was davon wird wirklich passieren? Was davon kann auch passieren? Also ich hoffe, dass er da ein bisschen überzogen hat und dass er jetzt in diesem Lichte dieses Sieges vielleicht auch etwas anders das Ganze sieht. Ist nicht garantiert, aber er könnte natürlich sagen, so, jetzt bin ich hier wirklich rehabilitiert.
Sie wollten mich fertig machen mit Hilfe der Gerichte und. Ist alles nicht gelungen. Jetzt habe ich ein Mandat. Ich bin der Präsident ganz Amerikas. Ich setze meine Agenda um. Aber dieses sozusagen, diese kleinen Rachefeldzüge kommen dann vielleicht doch nicht. Ausgeschlossen ist es nicht, aber es muss nicht so heiß gegessen werden wie gekocht. In der ersten Amtszeit hieß es immer wieder, Trump hätte als Präsident völlig irre Ideen gehabt, aber da gab es die sogenannten Adults in the Room, also Erwachsene aus der damals noch quasi relativ konventionellen republikanischen Partei, Leute, die ihn daran gehindert hätten und gesagt hätten, Herr Präsident, das dürfen wir nicht, das geht nicht. Die gibt es diesmal nicht mehr, weil Trump die republikanische Partei völlig übernommen hat. Ja. Wie groß ist dieses Problem? Kann ein Problem werden und das stimmt natürlich, weil er hat jetzt wirklich die volle Machtfülle und beim ersten Mal, wie er ins Amt gekommen ist, hat er noch nicht gewusst, was es bedeutet, Präsident zu sein. Jetzt weiß er, wie die Macht eingesetzt werden muss als Präsident und tatsächlich, niemand kann ihm widersprechen in der republikanischen Partei, das sind alle Loyalisten und das kann gefährlich sein, weil man sieht es ja zum Beispiel bei Wladimir Putin, wenn ein Präsident niemanden mehr hat, der ihm die Wahrheit sagt, kann es ein Problem werden. Hoffen wir mal, dass das nicht eintritt, aber von der eigenen Regierung erwarte ich mir nicht sehr viel Widerspruch. Jetzt hat der ehemalige oberste Militärberater von Trump gesagt, Trump wäre ein Faschist bis in den Kern und die größte Gefahr überhaupt für das Land. Wirklich dramatische Worte. Jetzt aus Ihrer Einschätzung, wie gefährdet ist die amerikanische Demokratie? Also bei dem Ausdruck Faschist, da rollen die Republikaner mit den Augen, weil die sagen, ja, Donald Trump ist ein Faschist, aber für euch war der Ronald Reagan auch ein Faschist und der George Bush auch ein Faschist, also alles Faschisten. Vor allen Dingen diese Geschichte am 6. Jänner 2021. Das ist natürlich schon sehr, sehr fragwürdig, dass jemand diese Grundregeln der Demokratie nicht einhält und dass er nicht akzeptiert, dass er abgewählt wurde. Aber Donald Trump hat am Ende das Weiße Haus verlassen. Er hat also damit die Spielregeln eingehalten. Ich glaube, die amerikanische Demokratie ist schon stärker, als wir glauben. Herr Dr. Weiß, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und was bedeutet Trumps Rückkehr ins Oval Office für die internationale Politik? Besonders offen hat man sich darüber in Moskau heute gefreut. Halleluja, schrieb die Sprecherin des russischen Außenamts auf Telegram. Auch Israels Premier Netanyahu und Ungarns Regierungschef Orban sind begeistert, während in den Staatskanzleien der EU und der NATO Skepsis bis Bestürzung herrschen, trotz höflicher und diplomatischer Glückwunschschreiben. Wir sprechen gleich darüber, zuvor aber noch Paul Huema mit einem Überblick. Der Blick auf die Nachrichten beim Morgencafé sorgt hier in Jerusalem bei so manchem für gute Stimmung. Das ist gut für Israel. Zweifellos ist Trump besser als Kamala Harris. Das letzte Mal, als er Präsident war, hat er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und viel für uns getan. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Das ist auf den Straßen Tel Avivs kaum zu übersehen. Im Krieg gegen Israels Feinde in Nahost steht Trump klar hinter Premierminister Netanyahus Kurs. Der gratuliert heute euphorisch. Kritische Stimmen über seine Kriegsführung aus dem Weißen Haus werden mit Trump deutlich leiser ausfallen. Weniger gute Aussichten gibt es für die Soldaten in den Schützengräben der Ostukraine. Unterstützung aus den USA ist hier lebensnotwendig. Trump will die Hilfen massiv kürzen, den Krieg noch vor seinem Amtsantritt beenden, Kiew dafür wohl zu Gebietsabtretungen zwingen. Präsident Zelensky gratuliert heute, dennoch hofft auf Trumps Unterstützung für einen, Zitat, gerechten Frieden. Das offizielle Moskau hingegen zeigt sich noch zurückhaltend. Hinter den Mauern des Kremls dürften die US-Wahlen aber für gute Stimmung sorgen. Katerstimmung hingegen auf den Straßen Pekings. Trump hat das letzte Mal einen Handelskrieg begonnen. Wenn er wieder an die Macht kommt, wird er nicht von China ablassen. Zölle in der Höhe von 60% auf die Einfuhr von Waren aus China hat Trump angekündigt. Keine guten Nachrichten für Pekings angeschlagene Wirtschaft. Eine Reaktion darauf bleibt aus, nur so viel. Man werde die Wahl des amerikanischen Volkes respektieren. Nicht nur Trumps angekündigte Zollpolitik sorgt auch in Brüssel für Sorgenfalten, allerdings nur hinter den Kulissen. Offiziell gibt es Gratulationsschreiben, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Rutte beschwören die transatlantische Partnerschaft. Was Trump für diese Partnerschaft bedeutet, ist vielen in Europa aber mehr als bewusst. Für mich, für uns ist klar, wir Europäerinnen und Europäer werden jetzt noch mehr sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen müssen. Heute, morgen, übermorgen. Für uns
für unsere Kinder. Mehr Verantwortung, das bedeutet aber auch mehr Geld zu investieren. Ob dazu alle in Europa bereit sind, steht noch in den Sternen. Und wir gehen dazu jetzt live nach Washington zum Politologen Michael Wert, Senior Fellow am Center for American Progress, einem außenpolitischen Think Tank, der den Demokraten nahesteht. Guten Abend, Dr. Wert. Einen schönen guten Abend nach Wien. Dr. Wertz, beginnen wir mit der Ukraine. Donald Trump hat mehrfach angekündigt in den letzten Monaten, er werde den Krieg dort als Präsident oder sogar schon vor seiner Angelobung innerhalb von 24 Stunden beenden. Was ist denn da konkret zu erwarten? Naja, diese Äußerung, dass der Krieg in der Ukraine innerhalb nur eines Tages zu beenden sei, lässt nichts Gutes vermuten. Es ist davon auszugehen, dass Donald Trump mit Hilfe von Wladimir Putin die Ukraine in einen Diktatfrieden zwingen wird. Das ermöglicht es Wladimir Putin, die illegale Invasion in der Ukraine unter Umständen noch als politischen Erfolg zu feiern. Und es wird natürlich Dominoeffekte haben innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, weil sich dann in einer gestärkten Situation für Russland die Anrainerstaaten von Skandinavien bis hinunter in die Türkei neu zu Russland positionieren müssen. Man kann sich vorstellen, was das für einen Druck auf die Europäische Union, aber auch auf die NATO als Institutionen ausüben wird. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Sprecherin des russischen Außenamts hat über Trumps Sieg auf Telegram gepostet, Halleluja. Wie sehr hat sich denn Wladimir Putin heute gefreut? Na, es ist davon auszugehen, dass das gefeiert wird im Kreml als zumindest ein Teilerfolg der russischen Intervention in die hiesigen Wahlen, die massive Unterstützung der Trump-Kampagne über soziale Medien und der Versuch, Zweifel zu sehen an der Demokratie, an dem Ablauf der Wahlprozesse hier in den Vereinigten Staaten, bis hin zu Bombendrohungen, die russischen Saboteuren zugeschrieben worden sind am gestrigen Tag. Es ist eine ganz neue Situation, dass die größte Bedrohung für die westlichen Nationen nicht mehr aus Russland oder aus dem Ausland kommt, sondern eine anti-westliche Bewegung dabei ist, das Weiße Haus zu übernehmen. Das sind drastische Worte. Jetzt, wer sich heute jedenfalls gefreut hat, ist Benjamin Netanyahu. Trump gilt als sehr, sehr großer Freund Israels. Hat Netanyahu jetzt de facto freie Hand für seinen Krieg gegen die Hamas und gegen die Hisbollah? Na, man kann ja nicht sagen, dass die Biden-Regierung ihm da große Handfesseln auferlegt hätte. Viel gefährlicher ist, dass es Teile der Republikanischen Partei gibt, die sehr viel aggressiver gegen den Iran vorgehen wollen. Und es ist natürlich ganz klar, dass ein Flächenbrand in der Region, insbesondere angesichts der Instabilität im Libanon, für Europa ein noch viel größeres Problem darstellen würde als für uns. Wir sind ja geografisch weit genug entfernt, um vor den unmittelbaren Konsequenzen isoliert zu sein. Auch hier ist sozusagen eine hohe Gefahr, dass es Eskalationspotenzial gibt, das aus politischen Gründen hier ausgenutzt wird. Denn Donald Trump hat ja viele Wahlversprechungen, einige würden sagen Wahldrohungen ausgesprochen. Und die im außenpolitischen Bereich sind natürlich über Rhetorik, Aggression kostenneutral und sehr stark visualisierbar zu liefern, während die innenpolitischen Reformen einen sehr viel größeren Kraftakt erfordern. Jetzt andererseits sagen die Trump-Fans ganz was anderes, nämlich Donald Trump hat als Präsident keinen Krieg begonnen, als einziger amerikanischer Präsident. Ja, das ist richtig. Er hat sozusagen die Aggression und die Versuche der Spaltung der Gesellschaft und den Kampf mit dem Gegner in die Innenpolitik der Vereinigten Staaten verlagert. Das hat er auch im Wahlkampf angekündigt, dass es eine Politisierung der Justiz und der Regierungsbehörden geben wird, um politisch unliebsamen Gegnern nachzustellen, einschließlich der Nutzung der Steuerbehörden. Ihm geht es darum, das, was er den Feind im Inneren nennt, zu bekämpfen. Das ist eine klassische autokratische und auch rechtsextreme Tradition. Das Ausland interessiert ihn weniger. Jetzt, wer sich trotzdem wohl jedenfalls freut, ist Viktor Orban, ist Giorgia Meloni in Italien, Marine Le Pen oder Geert Wilders in den Niederlanden. Ganz anders wohl heute Ursula von der Leyen oder Emmanuel Macron oder Olaf Scholz, solange er noch deutscher Bundeskanzler ist. Wie schwierig wird eine zweite Trump-Präsidentschaft für die EU und für die NATO werden?
Ich denke, die zweite Präsidentschaft von Donald Trump wird für die EU und auch für die NATO als Institution noch schwerer verdaulich. Die herbeigeführte deutsche Regierungskrise kommt natürlich zur absoluten Unzeit im Konstitutionsprozess dieser neuen US-Regierung. Aber es ist vollkommen klar, dass Donald Trump insbesondere mit Blick auf Deutschland, aber auch auf andere europäische Länder, diese Staaten nicht als Bündnispartner sieht, sondern als Konkurrenten. Und das kooperativ ausgelegte außenpolitische System, das in der Biden- und Harris-Administration vorherrschend gewesen ist, wird sich zunehmend durch ein konfrontatives ersetzen. Und die Trump-Leute haben mir auch schon ganz klar signalisiert, dass sie jedes bilaterale Verhältnis der Vereinigten Staaten in einem Transaktionsprozess überprüfen werden, nämlich nach der Frage, was bringt uns dieses Verhältnis, was ist unsere Bringschuld und was bleibt unter dem Strich übrig. Das wird sowohl für Europa als auch für unsere Partner im asiatisch-pazifischen Raum dramatische Folgen haben, wenn das wirklich so implementiert wird. Ein Teil davon, das ist auch die letzte Frage, werden wohl die angekündigten Zölle sein, die Trump einführen will, ganz besonders hoch für chinesische Produkte. Wie heikel kann denn dieser Konflikt mit China werden? Das ist eine gute Frage. Der Konflikt mit China ist natürlich vorprogrammiert. Auf der anderen Seite ist die Wahl von Donald Trump interessanterweise auch für die Regierung in Peking vielleicht noch eine größere Herausforderung als eine Wahl von Kamala Harris, weil natürlich wir damit rechnen, dass die USA weniger Präsenz zeigen wird in internationalen Kontexten, weniger Unterstützung für multilaterale Politik und Initiativen zeigen wird. Das heißt, die Chinesen werden gezwungen sein, stärker darüber nachzudenken, wo chinesische nationale Interessen enden und globale Gemeininteressen an einem stabilen Handels- und multilateralen System beginnen und ob es nicht im chinesischen Interesse ist, diese aufrechtzuerhalten. Da darf man sich auf interessante Diskussionen sowohl in Peking als auch in Washington gefasst machen. Aber im Grunde genommen, glaube ich, ist eine wichtige Nachricht hier aus der US-amerikanischen Gesellschaft, dass wir mit solchen Verwerfungen rechnen müssen, dass es unklar ist, ob wir nicht durch innenpolitische Konflikte so absorbiert werden, dass Außenhandels-, Fiskal- und Wirtschaftspolitik nur eine sekundäre Rolle einnehmen und vielmehr die Abwesenheit der USA aus dem internationalen Gefüge das Problem wird, als eine zu stark konservativ ausgerichtete Politik. Eine extrem kritische Analyse, Herr Dr. Wertz, vielen Dank für dieses Gespräch live aus Washington. Vielen Dank, Herr Wolf, alles Gute nach Wien. Und wir kommen damit nach Österreich, wo Vorarlberg 3,5 Wochen nach der Landtagswahl eine neue Regierung hat. Und es ist eine schwarz-blaue Koalition. Nachdem sich die Freiheitlichen bei der Wahl verdoppelt haben, verfügen die beiden Parteien zusammen über eine solide Zweidrittelmehrheit im Landtag. Die FPÖ wird unter anderem für Integration zuständig sein. Und es ist bereits die vierte schwarz-blaue Landesregierung nach Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. Peter Babuzki und Patrick Huska berichten. Trendfarbe Schwarz-Blau. Heute wird die Koalition aus ÖVP und FPÖ im Vorarlberger Landtag angelobt. ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner heute in seiner Rede. Die Verhandlungen mit den Freiheitlichen waren geprägt von einer guten Gesprächsbasis, von einem beiderseitigen, sehr pragmatischen Zugang. Sein neuer Stellvertreter, in Vorarlberg Landesstatthalter genannt, ist nun Christoph Bitschi von der FPÖ. Es ist eine komplett neue Rolle. Ich habe jetzt zwei Angelobungen hinter mir als Oppositionspolitiker, jetzt zum ersten Mal in die Regierung gewählt worden. Total neue Ausgangssituation. Die schwarz-blaue Harmonie in Vorarlberg ist eher neu. In den vergangenen Jahren hat der FPÖ-Chef noch so über Landeshauptmann Wallner gesprochen. Dieses Land gehört befreit von einem ÖVP-System, wo gewisse Führungsfunktionäre glauben, dass das Land ihnen gehört. Das Vertrauen ist verspielt, das Spiel ist aus. Es gibt in der Politik Moral und Anstand und das hat der Landeshauptmann leider nicht mehr. Heute wählen die FPÖ-Abgeordneten Wallner wieder zum Landeshauptmann. Schwarz-Blau ist nun die beliebteste Koalitionsvariante in den Ländern. Neben Vorarlberg regiert Schwarz-Blau mittlerweile in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich. Die FPÖ hat in Salzburg, Niederösterreich und nun auch in Vorarlberg die Zuständigkeit für Integration. So soll in Vorarlberg zukünftig das Taschengeld von Asylwerbern gestrichen werden, wenn sie gegen den sogenannten Vorarlberger Kodex verstoßen. Asylwerber verpflichten sich per Unterschrift zu Deutsch- und Wertekursen und gemeinnützigen Tätigkeiten. Bisher hat es bei Verstoß keine Sanktionen gegeben.
Der Grundton in Vorarlberg ist jedoch anders im Vergleich zur Bundes-FPÖ. Im Vorarlberger Regierungsprogramm ist etwa von einem Recht auf Asyl die Rede. Die Bundes-FPÖ fordert hingegen, de facto gar keine Asylanträge mehr anzunehmen. FPÖ-Chef Kickl lobt die weitere FPÖ-Regierungsbeteiligung in Vorarlberg trotzdem. In Wien wiederum ist die FPÖ derzeit außen vor. SPÖ und ÖVP haben auch heute wieder sondiert. Erfahren hat man von SPÖ-Chef Babler danach nicht viel. Ja, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Wir werden dann kommunizieren, wenn wir glauben, dass es notwendig ist. Auch Bundeskanzler Nehammer steigt wortlos ins Auto. Die Frage bleibt, ob und wann Schwarz-Rot mit Pink oder Grün in Wien Trendfarbe wird. Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von allen verabschieden, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag im Überblick. Am Wiener Landesgericht hat heute ein erster Prozess gegen den Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott begonnen. Der Vorwurf lautet Verletzung des Amtsgeheimnisses und Vergehen gegen Datenschutzbestimmungen. Mitangeklagt ist der ehemalige FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein. Beide Angeklagten haben sich zum Kern der Vorwürfe nicht schuldig bekannt. Der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz zahlt 415.000 Euro an den Insolvenzverwalter der Signa Prime zurück. Grund dafür ist ein Vergleich. Kurz hatte der Signa einen arabischen Investor vermittelt und knapp vor der Insolvenz dafür ein Honorar erhalten. Das hat der Insolvenzverwalter beeinsprucht. Das Prüfverfahren zu den Plagiatsvorwürfen gegen ÖBB-Chef Andreas Matthä wurde eingestellt. Die FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, an der Matthä seine Diplomarbeit verfasste, habe zwar vereinzelte Zitierfehler und fehlende Zitate festgestellt, diese würden aber nur einen unwesentlichen Teil der Arbeit betreffen, so die Fachhochschule. Matthä darf seinen akademischen Grad damit behalten. Nach dem Doppelmord im Mühlviertel ist die Leiche des mutmaßlichen Täters von der Gerichtsmedizin freigegeben worden. Die Untersuchungen zum genauen Todeszeitpunkt laufen aber weiter. Unter anderem sollen laut Staatsanwaltschaft Linz sichergestellte Insekten, die bei der Leiche gefunden wurden, Auskunft geben, wann er gestorben ist. Der international renommierte Schweizer Künstler Daniel Spörri ist tot. Der Mitbegründer des neuen Realismus und der Eat Art hat bereits in den 1960er Jahren mit seinen skurrilen Objekten aus gebrauchten Alltagsgegenständen, Essensresten und Knochen für Aufsehen gesorgt. Spörri wurde 94 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit hat in Washington Kamala Harris ihre erste öffentliche Rede seit ihrer Wahlniederlage begonnen, vor wenigen Minuten. Und sie hat dabei gesagt, wir müssen die Resultate dieser Wahl akzeptieren. Ich habe vorhin mit dem gewählten Präsidenten Trump gesprochen und ihm zu seiner Wahl gratuliert. Ich habe ihm auch gesagt, wir werden ihm und seinem Team bei der Übergabe helfen und dass wir uns in einer friedlichen Übergabe der Macht engagieren werden. Mehr dazu gibt es dann jetzt gleich an einem runden Tisch. Vorher schauen wir aber noch ganz schnell auf die Wetteraussichten. Über Nacht breiten sich Nebel und Hochnebel in tiefen Lagen wieder aus. Inneralpin ist die Sonne meist stark genug, die Nebelfelder aufzulösen. So ist es im Bergland morgen wieder recht sonnig und mit der Sonne wird es mild. Im Flachland löst sich der Nebel nicht überall auf. Vor allem im Rheintal, im Süden sowie vom Flachgau bis ins westliche Niederösterreich bleibt es teilweise trüb und kühl. Bis zum Sonntag ändert sich dann wenig. Die Nebelfelder in den Niederungen sind zäh, teils beständig. Im Bergland bleibt es hingegen sehr sonnig. Die Höchstwerte gehen nur langsam zurück. Und hier in ORF2 geht es jetzt, wie gesagt, weiter mit einem runden Tisch zur Wiederwahl von Donald Trump, moderiert von Martin Thür. Ja, wir wollen gleich über die Auswirkungen dieser Wahl auf Europa, die Ukraine und die Welt sprechen. Donald Trump will ja die USA unabhängiger machen und Kriege beenden. Kann das gelingen und zu welchen Kosten? Zu Gast sind Velina Tschakarowa, Expertin für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Monika Köppel-Turiner, die Direktorin von ECO Austria, Jussi Pick, Kampagnen- und Kommunikationsberater und der Politikwissenschaftler Heinz Gärtner, gleich im Anschluss an die ZIP2. Es bleibt also ein spannender Fernsehabend. Bleiben Sie da, inzwischen aber von uns allen hier im Newsroom. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.